Liebe Närrinnen und Narren, liebe Schwestern und Brüder in Christus, herzlich darf ich alle willkommen heißen und begrüßen. Mit diesem Gottesdienst wollen wir die diesjährige und nächstjährige Karnevalssaison eröffnen, im klassischen Hoppeditz erwachen. Wir wollen zu Beginn mit diesem Gottesdienst uns alle und alle, die am Karneval teilnehmen, unter Gottes Segen stellen. Dass kein Unheil geschehe, dass uns Humor und Freude, Witz und Scherz, Verkleidung und vieles andere im Karneval aufbauen und erfreuen mögen. Lassen Sie uns also beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, Herr, behüte uns und die vielen Menschen, die auch in diesem und im kommenden Jahr wieder die Freude des Karnevals gestalten und feiern wollen. Bewahre und behüte sie und uns alle. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Schenke uns eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke uns die Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke uns eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut und rein ist, damit sie im Anblick des Bösen nicht erschrickt, sondern das Mittel finde, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke uns eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen. Und lass nicht zu, dass wir uns allzu viel Sorgen machen und dieses sich breitmachende Etwas, das sich Ich nennt. Herr, schenke uns Sinn für Humor, gib uns die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit wir ein wenig Glück kennen im Leben und auch anderen Menschen davon mitteilen. Amen. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob und Dank. Musik.
Liebe Lernenden und Nachbarn, die Lausach nicht erlarven am Tag, dazu, was jeder hören mag und was euch heute zur Eröffnung der Fastnacht als künftiger Bußschein angebracht. Schaut auch so mancher noch beklommen, so heiße ich trotzdem euch willkommen. Und weil der Tag es fordert ein, so wünsche ich euch im Schüttelwein, dass ihr gut drauf seid, auch mental, am Fest des heiligen Karneval. Denn Fastnacht ist ein frommes Fest. Fragt fast so wie ein Glaubenstest, ob wir in Reih und Glied marschieren und fraglos alles akzeptieren oder doch uns drauf verstehen, die Welt auch andersrum zu sehen. Das oben mal nach unten kehren und sei es auch nur, um zu erklären, dass es noch längst nicht ausgemacht, wer wirklich da am Ende lacht. Auch wenn ich keinesfalls drauf dringe, dass jeder gleich im Zickzack springe und sich dem närrischen Getreibe sofort mit Haut und Haar verschreibe, so wäre es doch gut, wenn sich gerade heute beim schönen Glockenfestgeläute und allem Narrenlichterschein im Kirchenrund stellt Freude ein. Ich fände auch ganz besonders schön, könnte ich heute manchen lächeln sehen. Wer sonst von tiefem Ernst getragen, niemals dergleichen würde wagen. Heute darf man, glaubt mir's, vieles machen. Man darf selbst in der Kirche lachen. Und auch statt vielen Stirnrunzeln ganz einfach über sich selbst mal schmunzeln. Dabei soll es trotzdem bleiben fromm, womit ich nun zur Sache komme. Denn auch wenn Karneval regiert, wird mit der Predigt nicht pausiert. Zwar geht mir schwer im Kopf herum das heutige Evangelium vom Salz, das nicht zum Salz taugt, weil fad es ist und ausgelaugt. Ich habe es hin und her gedreht, gerätselt, wie man es wohl versteht, hab's auch mal andersrum erklärt und dadurch alles nur erschwert. Vielleicht ist dies des Textes List, dass er im Grund ganz einfach ist. Er stellt sich ein auf unsere Lage und stellt ganz einfach eine Frage. Die Christenschar, gräbt sie sich ein? Soll sie nicht Salz der Erde sein? Meine Mutter, wenn sie kochte, stets auf Salz und Kräuter pochte. Es hieß bei ihr in aller Würze, des Kochens I-Punkt ist die Würze. Die Suppe schnell zusammengeschnippelt, ohne Salz und Kümmel aufgedippelt, die lässt es stehen, so wie sie ist, und nicht einmal der Hund sie frisst. Weil sie, was selbst das Tier entdeckt, wie eingeschlafene Füße schmeckt. Hühnerbrühe, Frikassee, Spargelköpfe in Gelee, lässt du stehen wie toten Hahn, sind da nicht Gewürze dran. Natürlich Salz, dazu Muskat, ne gut Zerbuss, sonst schmeckt es hart. Denn ein Gewürz braucht Qualität, sonst gehen die Leute auf. Man braucht nicht einen feinen Hals, um aufzuspüren, oder Salz. Soll Suppe wirklich Suppe sein, dann gib nur bestes Salz hinein. Nicht gar zu wenig, nicht zu viel, dann hat das Ganze wirklich Stil. Man wusste auch zu Jesu Zeiten, wie man ein Essen muss bereiten, auch wenn Probleme sich ergaben, weil gutes Salz war schwer zu haben. Manchmal war es so daneben, dass man von selbst zum Müll nicht ging. Dies Bild hat Jesus adaptiert, damit's der Letzte auch kapiert, wo Menschen miteinander leben, da muss es immer welche geben, mit neuen Wegen und Ideen, die einfach alles anders sehen, die sich wie Salz und alles mischen, auch da, wo andere still entwischen. Dass die uns fehlen, liegt auf der Hand, auch gerade jetzt in unserem Land, wo mancher meint, es wäre schon Würzen, alles man beginnt zu kürzen. Deshalb den Blick ich richte auf die unendliche Geschichte, die derzeit noch so manchen graut, ich meine den Kobold namens Maut.
der nun will endlich doch barrieren und auf den Straßen abkassieren. Ich will hier nicht die Messer wetzen, alles einfach niederfetzen. Natürlich ist Politik kompliziert, doch wie man manchmal so rumlaviert, da stellt sich schon die Frage ein, soll Salz das für die Suppe sein? Doch lassen wir die Politik und kehren zum Tatbestand zurück, dass Jesu Mahnung recht gewichtet zunächst mal ist an uns gerichtet. Ihr sollt, so schärft sein Wort uns ein, tatsächlich Salz der Erde sein. Das Salz mag es auch wenig sein, es mischt sich in das Ganze ein, um dessen Kräfte aufzuwecken, damit zum Schluss man kann was schmecken. Wir müssen gar nicht weiter fragen, was Jesus mit dem Bild will sagen. Wenn Menschen zueinander finden, in fremder Not sich nicht entwinden, wenn auch in unserer schnellen Zeit nicht auflöst sich die Menschlichkeit, wenn die nicht mehr kommen nach oben, nicht einfach werden abgeschoben, wenn wir nicht träumen von den Sternen, sondern Netze knüpfen lernen, wenn wir bei allen Wirtschaftszwängen auf Augenmaß und Einsatz drängen. Gerade habe ich sehr oft wenn gesagt, was mir im Letzten nicht behagt, weil es so klingt wie frommer Schein. Denn wer lässt wirklich sich denn ein? Wer holt sich sowas auf den Hals? Wer möchte schon dauernd sein? Das Salz. Vielleicht fährt Neues sehen und schauen, was sich jetzt schon tut. Menschen, die nicht nur kassieren, die sich wirklich engagieren. Netze knüpfen, Not erkennen und Unrecht auch beim Namen nennen. Dergleichen könnte uns motivieren, es einfach selbst mal zu probieren. Denkt, es ist des Textes List, dass er im Grund ganz einfach ist. Und ihm, wenn man es recht versteht, um etwas ganz Normales geht. Das, was jeder könnte machen, keine riesengroßen Sachen. Damit komme ich nun, wie ich muss, entschieden zu der Predigt Schluss. Narren wollen wir heute sein. Das schließt eigentlich mit ein, dass nur beim Üblichen zu bleiben, sich neuen Wegen zu verschreiben, Salz zu sein in Gottes Namen. Und ich sage fromm dazu mein Amen. Thank you.
Aschermittwoch ist alles vorbei. Aber heute gilt vor mir so ein Tag, so wunderschön wie heute. Petrus hat das beste Wetter gesorgt. Der Himmel lacht und freut sich auch über uns. Lasst uns am Ende gemeinsam beten. Steht dazu auf. Sprechen die Worte, die Jesus alle Christen zu beten gelehrt hat. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlich danke ich allen, die gekommen sind und die auch in den zurückliegenden Jahren mit dazu beigetragen haben, dass wir hier mit so vielen Närrinnen und Narren in der Abteikirche Karneval beginnen konnten und auch wieder beginnen. Bitten wir, dass Gott der Herr uns und alle Närrinnen und Narren segnen möge und auch die Menschen unserer Stadt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Segne und behüte euch, der mächtige, barmherzige und lebendige Gott. Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke, Herr Gott.